Ich beschäftige mich mit Kameraequipment nun schon seit einigen Jahren und weil es mich auch sehr interessiert, was andere Tech-YouTuber für Kameraequipment nutzen, habe ich einmal ein paar andere Tech-YouTuber angeschrieben, ob sie mir vielleicht in einem kurzen Clip erläutern können, was sie für Kameraequipment benutzen. Und diese Clips, die seht ihr in diesem Video. Viel Spaß! Hey Leute, mein Name ist Mario vom YouTube-Kanal Home of Tech und ich wurde gefragt, ob ich mein Equipment oder meine Kamera und das Zubehör davon vorstellen möchte. Und habe ich ja gesagt, aber irgendwie ist es doch sehr viel, weshalb ich mich jetzt hier auf die Kernsachen beschränke. Und zwar meine beiden Kameras, zum einen die Sony Alpha 6500, perfekt für YouTube-Videos, perfekt für Reisen, um auch zwischendurch Fotos zu machen. Ein optimales Ding. Lediglich die Länge der Aufnahmezeit dürfte ein bisschen länger sein, also wir können hier maximal 30 Minuten aufnehmen. Der Akku dürfte auch ein bisschen besser sein und das Display lässt sich nur nach oben und unten klappen und nicht zur Seite weg. Ansonsten super Kamera, vor allem verbunden mit APS-C-Objektiven wie die Sigma-Objektive hier mit 16 mm und einer 1,4er Blende, mit 30 mm und einer 1,4er Blende und genauso auch geil mit dem 50 mm 1.8 von Sony, das ist auch ein sehr hammer Objektiv. Ansonsten habe ich noch als weitere kleine Kamera, die ich eben schon nicht mitgezählt habe, die auch nicht wirklich dazugehört, eine Insta360 Go. Perfekte Reisekamera, wenn man einfach nur im Urlaub was aufzeichnen möchte, ohne eine große Filmproduktion daraus zu machen. Sehr gut. Ansonsten habe ich natürlich noch Zubehör wie Makroringe, ND-Filter, noch mehr ND-Filter. Das ist so der eine Teil des Equipments, den ich so für YouTuber empfehlen würde. Aber ansonsten bin ich auch noch selbstständig und habe mir dann dementsprechend noch ein paar teurere Produkte zugelegt. Und dazu gehört eine andere Kamera, das ist die, die gerade filmt, die Sony A7S III und ein 85 mm 1.4 Objektiv. Vieles kann man hier manuell einstellen. Ist ein sehr, sehr hammer Ding. Kann ich wirklich nur empfehlen, kostet aber auch schweineviel Geld. Jetzt gerade filme ich noch mit einem zusätzlich gekauften 50 mm. Das würde ich jetzt nicht unbedingt für Aufträge verwenden, weil es halt nicht die beste Bildqualität hatte und nicht den besten Autofokus hat. Aber es ist okay, gerade für solche Szenen hier mit YouTube ist das schon ziemlich gut. Ansonsten habe ich hier noch einen kleinen Slider, den ich auch schon mal vorgestellt habe. Hier noch ein Gimbal für Musikvideos, Hochzeiten etc. Und ganz neu in meinem Repertoire hier eine Probe Lens, die quasi eine Makrolinse ist und ein sehr, sehr gutes, geiles, aber auch teures Stück Glas und Metall ist. So, das war mein Equipment. Ich hoffe, euch hat es gefallen und dann gebe ich weiter. Moin, ich bin Henrik vom YouTube-Kanal To Review und ich bin neben meiner Tätigkeit auf YouTube vor allem selbstständiger Videoproduzent. Das heißt, ich produziere zum Beispiel Imagefilme und Eventvideos für Unternehmen. Und ja, daher kommt es, dass ich auch vielleicht ein bisschen mehr Equipment habe als die meisten anderen YouTuber, die hier mitmachen. Aber natürlich werde auch ich euch jetzt mein Setup vorstellen. Und das besteht aktuell aus zwei Kameras. Und zwar zweimal der Panasonic GH5S. Ich finde, diese Kamera ist eine sehr gute Kamera für zum Beispiel Interviews, wofür ich sie jetzt sehr gerne nutze. Zwar hat sie keinen Autofokus, aber das ist in der professionellen Filmmaker-Welt eh relativ egal. Auf meiner Kamera nutze ich auf einer der beiden GH5S ein Atomos Shogun Inferno zum Aufnehmen meiner Videos. Denn ich nehme das Ganze nicht intern auf, sondern extern direkt auf einer SSD-Festplatte in zum Beispiel ProRes oder DNxHR. Zusätzlich habe ich für meine Kamera zum einen den Tilter Cage und zum anderen für die zweite Kamera einen Small Rig Cage. Ich kann beide sehr empfehlen, muss aber sagen, dass der Tilter Cage doch nochmal ein anderes Level ist. Objektivtechnisch nutze ich vor allem das Sigma 1835 f1.8 aus der Art-Reihe. Das hat einfach einen super Look, tolles Bokeh und ich mag es immer wieder damit aufzunehmen. Besonders bei Interviewsituationen gefällt mir der Look extrem gut. Mikrofontechnisch benutze ich zum einen das Rode Link Filmmaker Kit, aber auch das Rode NTG 4 Plus. Welches ich davon nehme, hängt immer so ein bisschen von der Shooting-Situation ab. Meistens, wenn es etwas spontaner wird oder wenn es beweglich sein soll, dann wird es das Rode Link. Und wenn man dann doch mal ein etwas aufwendigeres Interview plant mit Setup für einen Kunden, dann ist es meistens das Rode NTG 4 Plus, einfach aufgrund der noch einmal besseren Tonqualität. Ansonsten habe ich natürlich noch diverses Lichtequipment, aber darauf näher einzugehen, wird hier, denke ich, ein bisschen den zeitlichen Rahmen sprengen. Stativtechnisch nutze ich zum einen ein Sirui Videostativ und zum anderen zweimal das ESDDI Videostativ. Ansonsten habe ich noch diverse Linsen von Panasonic, diese möchte ich aber in der Zukunft verkaufen und diese gehen
gegen Sigma Art Objektive austauschen. Ich hoffe, mein kleiner Equipment-Durchlauf hat euch gefallen. Wenn euch weiteres zu meinem Equipment interessiert, dann schaut gerne mal auf meinem Kanal vorbei. Dort wird in Zukunft wahrscheinlich auch nochmal eine genauere Equipment-Tour online kommen. Ansonsten bedanke ich mich, dass ich hier dabei sein durfte und bin mal gespannt, was die anderen so vorstellen. Ich wünsche euch noch viel Spaß mit dem Video und bis dann. Hey, ich bin's, der Jauma vom YouTube-Kanal MajorTech und das hier ist mein Kamera-Setup. Ja, ist ein bisschen größer, aber ich muss sagen, mir gefällt der Workflow bzw. das Arbeiten damit wirklich sehr, sehr gut. Fangen wir erstmal bei der Kamera an. Und zwar habe ich hier die Sony A7 III. Nutze ich jetzt so seit knapp 3 Jahren, glaube ich. Also ja, hat so ein bisschen natürlich schon was auf dem Buckel, aber ich bin nach wie vor einfach super happy und ja, sie tut einfach das, was sie soll natürlich und das sehr, sehr gut. Dann haben wir jetzt hier das Tamron 28-75mm Objektiv bei f2.8. Ist ein sehr, sehr gutes Allround-Objektiv und damit ja, filme ich eigentlich alles. Ich hatte jetzt ein paar Wochen von Sony ein 35mm ausgeliehen bekommen und habe es ein bisschen ausgetestet. Vielleicht werde ich mir das auch nochmal holen. Mal schauen. Ist auf jeden Fall auch ein sehr, sehr schönes Objektiv. Vor allen Dingen f1.4 meine ich. Das ist wirklich richtig klasse. Und dann habe ich hier vorne noch einen ND-Filter. Das sieht man hier auch ganz gut. Den kann man zum einen auf- oder zumachen. Das ist also variabel. Wenn man jetzt zum Beispiel draußen filmt, braucht man auf jeden Fall ND-Filter. Und das Wichtigste oder mit das Wichtigste neben der Kamera natürlich der Ninja V. Das Ganze ist ein Recorder, also das wird hier in ProRes aufgenommen und dann auf einer SSD gespeichert. 500 GB habe ich in diesem Fall und ja, darüber kann ich dann natürlich das Ganze aufnehmen und natürlich auch gleichzeitig sehen. Das ist also mein Kamera-Setup. Ich hoffe, es ist nicht zu lang geworden, aber ist auf jeden Fall auch viel, was ich zeigen kann. Also, weiter geht's. Hi. Ich bin Ilian vom Kanal Velazarus und ich nutze aktuell als Hauptkamera die Sony A6400 mit dem 18-105 f4 Objektiv von Sony. Und damit bin ich eigentlich ziemlich zufrieden. Klar gibt es bessere Kameras mit besserer Qualität, aber abgesehen von der schlechten Akkulaufzeit und dem echt schlechten Menü ist das echt eine gute Kamera. Die Qualität der Aufnahmen gefällt mir ziemlich gut, die Schärfe und Dynamik ist ordentlich und vor allem der Autofokus ist absolut vernünftig. Im Zusammenspiel mit meinem Objektiv hat man hier echt ein ziemlich vielschichtiges Setup, was sowohl für A-Roll als auch B-Roll oder aber auch Vlogs geeignet ist, welches ich zum Glück vor einem Jahr noch für deutlich weniger Geld kaufen konnte, als es jetzt wieder kosten würde. Obendrauf befindet sich dann bei mir noch das Sony Gansu-Mikrofon, was echt einen brauchbaren Sound liefert, aber vor allem über den Blitzanschluss direkt mit der Kamera verbunden ist. Als Stativ nutze ich dann noch so ein einfaches Filmstativ von Amazon, sowie manchmal einen Teleprompter oder aber auch einen Slider bzw. meinen DJI Ronin SC. Und falls die A6400 mal ausfällt oder ich beispielsweise eine zweite Kamera für Unboxings brauche, habe ich noch die altbewährte Lumix G70 mit Kit-Objektiv und einem Rode Video Micro. Für mich echt ein super Setup, wobei so ein elektrischer Slider schon manchmal ziemlich cool wäre. Erst einmal natürlich vielen, vielen lieben Dank an jeden, der an diesem Video teilgenommen hat. Die Links zu den YouTube-Kanälen befinden sich selbstverständlich in der Videobeschreibung. Kommen wir nun aber zu meinem Kamerasetup und das besteht bei der Kamera aus der Panasonic Lumix G70. Das ist keine sonderlich gute Kamera, aber für den Einstieg eine absolut gute Kamera, die hoffentlich bald durch eine Panasonic Lumix GH5 ersetzt wird, denn ich bin ein sehr großer Fan der Lumix-Geräte. Wie gesagt, kann diese Kamera nichts wirklich Professionelles. Sie kann 4K bei 25 bzw. 30 FPS. Das ist ganz gut, aber auch der ISO geht leider nur auf 200, was wirklich nicht sonderlich gut ist. Und den Autofokus kann man quasi komplett vergessen. Da ich aber mit der Zeit gelernt habe, komplett auf den manuellen Fokus zu setzen, ist das für mich kein Abbruch und auch die GH5 hat ja keinen sonderlich guten Autofokus. Als Objektiv benutze ich immer noch das Kit-Objektiv, weil es sich für mich jetzt meiner Meinung nach noch nicht lohnt abzugraden. Das werde ich dann zusammen mit meiner neuen Kamera machen. Zudem habe ich dann noch ein 50mm f1.8 für B-Roll-Shots. Scheiße verarbeitet, aber ansonsten ein wirklich gutes Objektiv. Aber Bild ist natürlich nicht das einzige Wichtige, wenn nicht sogar noch wichtiger ist der Ton. Dafür kommen bei mir 3 Mikrofone zum Einsatz. Das ist einmal dieses schöne Ding hier, wo ich hoffe, dass jetzt gerade kein Hintergrundrauschen da ist, denn das ist manchmal ein relativ großes Problem dieses Mikrofons. Deshalb hoffe ich jetzt einfach mal, dass es jetzt gerade gut geht ohne Hintergrundrauschen, denn das ist das Chromica Boom XD, eine relativ teure Funkstrecke,
aber für die Funktionen, die sie bietet, eigentlich gar nicht, denn sie ist eine 2-in-1 Funkstrecke. Sie hat nämlich 2 Transmitter und einen Receiver, womit es möglich ist, Interviews perfekt aufzuzeichnen. Dann habe ich noch ein Richtmikrofon, auch von Komica, und das ist das Komica VM20. Auch das ist nicht günstig, aber auch für das, was es kann, eigentlich relativ preiswert. Zudem habe ich da noch ein Mikrofon von Rode. Das ist das Rode VideoMic Go. Auch mit diesem Mikrofon bin ich eigentlich im Grunde genommen sehr zufrieden, auch wenn es da die anderen beiden Mikrofone nun mal etwas besser sind, nun leider etwas seltener zum Einsatz kommen. Doch neben Ton und Bild gibt es natürlich auch noch Licht und Stabilität. Das kann man eigentlich bei mir relativ einfach abhaken. Das ist im Falle der Stabilität einmal ein Slider und ein Stativ. Das Stativ ist von Andoa und der Slider ist von Yua. Damit bin ich zufrieden. Das sind eigentlich relativ gute Produkte, keine High-End-Produkte, aber schon ganz gute Produkte. Das Andoa-Stativ liegt bei um die 100 € und der Slider bei so 50 €, also absolut preislich noch im grünen Bereich. Damit bin ich sehr zufrieden und alle Schwenks, die ich mache, die kommen von diesem Stativ. Für Licht kommen dann bei mir ganz normale Softboxen, ebenfalls von Yua, zum Einsatz. Tun, was sie sollen, aber eben auch nicht mehr und nicht weniger. Ich bedanke mich jetzt nochmal ganz, ganz doll bei jedem Einzelnen, der an diesem Video teilgenommen hat. Checkt auf jeden Fall alle mal in der Videobeschreibung die einzelnen Links aus. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns in einem meiner nächsten Videos wieder.